Ich meine, meine Frau war damals um die 23, als sie unser erstes Kind gekriegt hat. Ja, in meiner Familie kriegen die Frauen tatsächlich immer so mit 24. Und mein Onkel erst vor einigen Wochen den Spruch gemacht, und wann ist es bei dir soweit? Und ich hab das gar nicht gereiht und ich dachte so, hä? Was meinst du? Kannst du mir bitte sagen, was du meinst? So, naja, in unserer Familie kriegen die Frauen immer mit 24 ihre Kinder. Ich so, oh, echt? Na, bei mir ist es doch nicht so weit. Also, nee. Wobei quasi Babynachwuchs haben wir ja gekriegt, aber das ist ein pelziges Baby. Ein kleines Hundewelpenbaby. Das haben wir dazu gekriegt. Wollte ich gerade sagen. Oh, da fällt mir gerade die Geschichte ein. Ich habe damals, als ich mit 17 habe ich meine Ausbildung angefangen, habe versucht, parallel dazu meinen Führerschein zu machen, ist total schief gegangen. Ich habe total Panik vom Autofahren. Ich bin schon ein bisschen älter und ich fahre kein Auto. Ich habe zwar einen Führerschein für den Notfall, aber ich fahre nicht. Ich habe auch 4 oder 5 Versuche gebraucht, um die Praxis zu bestehen. Die Theorie habe ich beim ersten Versuch bestanden. Das war kein Problem. Die Praxis ist es einfach nur, vor der ich tierische Panik habe. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so einen geilen Fahrlehrer, aber der hat Geschichten erzählt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist leider eine Tatsache. Frauen haben da halt so eine biologische Uhr, die halt im Laufe der Jahre immer lauter tickt. Okay. Und es gibt solche und solche Frauen. Ja. Ich habe davon gehört. Meine erste Beziehung, die wollte halt einfach keine Kinder. Und es gibt andere Frauen, die wollen Kinder und schafft es einfach nicht. Und irgendwann tickt die biologische Uhr halt immer lauter. Ja. Und dann genau so eine Frau hatte der damals in der Fahrprüfung, in der Fahrschule. Und die hat dann auch aus den D-Kästchen geplaudert. Ja, ich hätte so gerne Kinder, aber bisher hat es nicht geklappt. Ich habe nicht den richtigen getroffen. Und dann winkt sie tatsächlich mit dem Zaunfall. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sogar jeden nehmen würde. Okay. Der Fahrlehrer hat sich nur einmal umgedreht, hat sich angeguckt. Vergiss es, ich bin verheiratet. Oh Mann. Ja, wir haben dann lieber einen Hundewelpen genommen. Ist sowieso, glaube ich, erstmal eine ganz gute Übung. Nein. Ja, aber für mich tatsächlich, weil ich habe, gut, wir haben auch Katzen. Aber bei Katzen ist es nicht ganz so wild, wenn ich da den Kot wegmachen muss. Bei einem Hund habe ich schon eher Probleme. Ich habe auch bei meiner Schwester Probleme gehabt. Meine Mutter wollte es mir tatsächlich zeigen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schnell ich weg war. Ich habe tatsächlich vor allem, was ein Baby ist. Egal, ob es ein Tier ist, wobei Katzenbabys geht. Mit Katzen bin ich aufgewachsen, das ist vollkommen in Ordnung. Damit komme ich klar. Hundewelpen. Ich fand es ja noch nicht mit. Also, unseren Welpen ja. Aber ich hatte immer Probleme allgemein mit Babys. Tier, Mensch, alles. Alles, was ein Baby ist. Ja. Es wird langsam. Es wird. Auch bei meiner Schwester muss ich mich echt so langsam rantasten. Und bei der Nichte von meinem Freund, auf die ich dann auch öfters mal aufgepasst habe, beim Füttern, das war ungefähr wie bei so einer Raubtierfütterung. So. Arm kilometerweit gefühlt ausgestreckt. Angst überhaupt irgendwie, das Essen da an sie ranzukriegen. Ich glaube, ich muss echt lächerlich ausgesehen haben. Ich habe mich teilweise auch echt angestellt, aber irgendwie konnte nicht über meinen Schatten springen. Und auch bei dem Welpen nicht. Mittlerweile geht es. Wobei, was den Hundekot angeht, da habe ich mir tatsächlich so eine Hundeschaufel bestellt gehabt. Damit ich mich da nicht runterbücken muss. So albern wie es klingt,
Mein Freund fand das tatsächlich echt witzig, aber ich... Nee, ich konnte über meinen Schatten springen. Ich irgendwie... habe ich da arge Probleme mit. Aber wieso, weshalb, warum, kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Weißt du, hey, ich weiß, dass ich panische Angst kriege. Und ja, das war dann die beste Lösung. Ich hingegen lache, weil jedes Mal, wenn ich da so Videos sehe, wie die Männer den Kindern die Windeln wechseln und sich da fast am Übergeben sind. Also mein Freund hat da überhaupt keine Probleme mit. Ich auch nicht, halt. Ja, bei uns ist dann halt wirklich eher ich diejenige, die dann wahrscheinlich mit so einer Grillzange wahrscheinlich dann die Windel wechseln würde. Eieiei. Okay, nein, so schlimm nicht, aber... Ne? Ja, zu spät. damit du dir ungefähr vorstellen kannst, wie meine Abneigung dagegen ist. ich mache mich ja selber schon drüber lustig, weil... Ja, ich stelle mich echt an. Ich hatte jetzt auch mal in einem Spiel... Da musste ich halt Geburtshelfer spielen. Ich sag jetzt mal nicht, in welchem Spiel, weil ich nicht weiß, wer es kennt, wer nicht. Deswegen, damit ich da nicht spoiler. Auf jeden Fall musste man da halt ein Kind zur Welt bringen und dann halt auch die Nabelschnur durchschneiden. Ich habe das dann blind gemacht. Ich habe nur einmal kurz gelinst, welche Taste ich drücken musste und danach war Schicht im Schacht. Ich lag erstmal dann danach in der Pause und habe mich... Also nicht übergeben, aber mir war echt schlecht. Also... Eigentlich sind es die Männer, die damit ein Problem haben, nicht die Frauen. Doch, also bei mir ist es wirklich... Aber ich weiß auch nicht, woher. Also ich möchte tatsächlich Kinder haben, aber ich habe mit manchen Dingen so arge Probleme. Meine Mutter hat früher als Kind, wo ich noch klein war, schon gemeint, also in manchen Dingen bist du echt eher ein Kerl als eine Frau. Wo ich dann auch gedacht habe, so, okay... Stimmt irgendwas nicht mit mir? Ist irgendwas schiefgelaufen bei mir? Weil ich habe mich zum Beispiel auch überhaupt nicht für dieses Mutter-Vater-Kind-Spielen oder, Barbie-Puppen hatte ich zwar, aber ich fand diese ganz normalen Puppen, die man so anziehen konnte und so, ich fand die gruselig. Ich habe damit nicht gespielt. Ich habe tatsächlich Krieg gespielt. Mit Schwertern. Ich wollte immer Ritter sein. Ich wollte nicht geholte Maid sein, ich wollte Ritter sein. So. Und sobald irgendwie Mutter, Vater, Kind irgendwo vorne spielt wurde, ich war unauffindbar. Ich war dann immer bei den Eltern oder auf dem Klo oder am Essen oder keine Ahnung. Ich war irgendwo anders, aber nicht bei Mutter, Vater, Kind. Aber ich möchte Kinder haben. Das ist eine gravierende Logik. Und zwar gar keine. Das hat keine Logik, was ich da von meinen Wünschen... Die Zeit wird es zeigen, sage ich dir nur. Also bei mir war es halt so, wenn ich für etwas bereit bin, dann merke ich das. So, ich bin gerade einfach nicht bereit für Kinder, also will ich auch gerade noch keine. War bei mir halt mit dem Stream zum Beispiel genauso. Ist ein blöder Vergleich, ich weiß. Aber ich habe es so lange vor mir hingeschoben und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt ist es soweit, jetzt mache ich das, jetzt will ich das, jetzt kann ich das. Und dann habe ich es gemacht. So, ja. Das Ganze ist jetzt 3 Monate her. Und so ähnlich wird es halt bei den Kindern auch sein. So ähnlich wird es bei mir mit dem Führerschein sein. Wenn die Zeit da ist, dann bin ich da auch bereit für. Was ich halt nur nicht möchte, ist, dass ich in eine Situation direkt hineingeworfen werde. Dass man mir diese Entscheidung halt abnimmt. Das finde ich halt nicht so toll. Weil ich entscheide gern bis zu einem gewissen Punkt selber, was ich mache und was ich möchte. Und das gilt in wirklich vielen Dingen. Es ist eine Weile her. Diese Entscheidungshilfe wird dir sofort abgenommen, sobald du selber Kinder hast. Ja. Euch ausgesetzt haben. Ich bin weil dann entscheidet es nicht mehr du, sondern das Kind. Ja. Hätte ich gewusst, wo ich suchen muss, wer wobei weiß. Bei Kindern ist es dann wahrscheinlich, also für mich reden. Wahrscheinlich nochmal was anderes, ich weil... Weiß. Das ist ein alter ja, ich dann selber aber ich bin sicher, Blut, dass ich noch eine Chance bekomme. Das reicht jetzt. Da in, ins Leben geholt. Ja. In erster Linie mit Schweiß und Tränen. Ja.
Also da ist es dann was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin habe, die ja irgendwas möchte und ich möchte es nicht. Zum Beispiel. Mhm. Weil da bin ich dann eher so Kompromiss oder zumindest drüber reden. Aber nicht einfach entscheiden, nee, das machen wir jetzt so und so. Das kann ich nicht ab. So, wenn es natürlich mein Eigenschweiß und Blut ist, dann, ne? Da wird so einiges anders sein. Da wird so vieles anders sein. Da würde ich. Ja, die Zeit wird es zeigen. Ja, wie gesagt, Gott, ich bin 24 Jahre alt. Meine innere Ruhe ist so lange nicht abgelaufen. Ich bin so ein Mensch, ich lasse mich für alles Zeit. Vor allem fürs Essen. So. Dann will ich mir jetzt hier erstmal gleich meine Rüstung abholen, die ich mir auch mit Blut, Schweiß und Tränen erarbeitet habe. Antoinette schickt mich. Wie viele kleine Vettern habt ihr gefunden? Ach Mist, wir haben nur... Jetzt komme ich aus diesem Ding hier nicht mehr raus. Zwei. In Ordnung. Nehmt diese Explosivstoffe. Man nennt sie Teufelsboviste. Ich will keine Bomben Sehr haben. Sehr nützliches Spielzeug. Lebt wohl. Wartet einen Moment. Oh. Was gibt's? Vergesst ihr nicht etwas? Ihr schuldet mir immer noch 300 Orens. Hier ist euer Gold. Jetzt habe ich vergessen, da so einen komischen Typen zu finden. Aber ich wüsste nicht, wo der noch hätte sein sollen. Okay, da komme ich nicht durch. Muss ich lang? Ach, hier. So, Rüstung, ich komme. Rüstung, wo bist du? Schmiede. Huch, nicht Waffe, Schmiede. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Dieser Moment, wenn man endlich eine neue Rüstung kriegt, ist einfach unbeschreiblich. Das ist das, wo ich in jedem Spiel drauf hinfiebere. Ich habe im Discord und jetzt auch über Steam schon jemanden gefunden, der auch mit uns manchmal spielen würde. Der hat auch schon gesagt, bitte sieh zu, dass du genug Leute findest, die mitspielen wollen. Ich sitze hier auf heißen Kohlen und will spielen. Hab ich immer noch nicht alles? Doch, das ist so das Ding. Würde er das denn nicht haben? Ich speichere erstmal kurz davor. Nicht, dass ich hier wieder irgendwas falsch mache. Oder es muss das Tag sein. Das kann auch sein. Ich verschwinde hier. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir das zusammen spielen können. Ja, wie gesagt, zu Beginn würde ich gerne das mit dir alleine machen. Um dir erstmal die Regeln und so beizubringen, damit du weißt, was auf dich zukommt. Ja, das wäre ganz, ganz besonders wichtig. Da bin ich auch froh, dass wir das genauso sehen. Weil ich spiele nicht gerne, wenn ich nicht genau weiß, wie sie gehen. Das ist dann für mich immer so ein kleiner Frustrationsmoment. Ich sag's mal so, manchmal ist darauf ausgelegt, dass sich gewisse Regeln widersprechen. Aber es ist kein Wunder, wenn du einen... Also wenn ich jetzt die Standard-Edition alle zusammenschmeißen würde, hast du etwa so 1500 Karten, würde ich sagen. Und auf jeder Karte ist eine andere Bedeutung, mehr oder weniger. Okay.
Ja, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Bitte was? Das hattest du, glaube ich, schon mal erwähnt, meinte ich. Mhm. Klar, es gibt Karten, die sich wiederholen, wie Monster erhält plus, weiß ich nicht, wie? Plus 10 Stärke oder plus 5 Stufen oder was weiß ich. Aber im Großen und Ganzen hat fast jede Karte eine eigene Bedeutung. Okay. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Komm ich. Ja. Fehlt mir doch noch ein Teil für die Rüstung. Ich habe 3 Teile. Ach. Schulter. Armröhre. Noch ein Handschuh oder wie? Muss ich doch erst das mit der Schläge machen? Warte doch. Oder habe ich das Elfenlied schon? Okay. Ja, okay, ich weiß, was fehlt. Gut, Rüstung muss doch noch mal warten. Ich muss erst dieses komische Ding da mit dieser komischen Striege da fertig machen. Das Schlimmste ist, ich hätte gerne. Ich bräuchte eigentlich Rubine. Ich weiß noch nicht, wo ich sie herkriegen soll. Dragon, danke für den Raid. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Wann hat das alles nur ein Ende? Der Tod zum Deich. Müde Unterschrift. Hast du bis eben gestreamt? Den kann ich durchaus verstehen, dass du kaputt bist. Kann ich euch für etwas interessieren? Oh Gott. Tierfisch, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Und viel Spaß im Lurk. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass ihr reinschaut. Wir sind hier auf jeden Fall gerade dabei und versuchen, an Rubine zu kommen, versuchen, unsere Rüstung zu kriegen. Und ja, sind auf jeden Fall im eigentlich ja fast richtig letzten Kapitel von Witcher gerade angekommen. Nacklade, danke für dein Follow. Vielen lieben Dank. Ja, was gerade eben noch gab? DuckTales. DuckTales, das muss ich auch noch spielen. Ist das Spiel gut? Ich wollte das immer selber mal zocken, aber irgendwie kam ich noch nicht so wirklich dazu. Ich hab's auf jeden Fall bei mir, aber ja. Hab mich nie so ganz dran getraut. Verschwindet. So. Gibt es hier noch irgendjemand, wo ich vielleicht Rubine kriegen kann? Ja, macht Spaß und der Soundtrack ist mega. Ja. Müßiggang macht mich gereizt. Also wenn der Soundtrack echt gut ist, Dann liebe ich eigentlich fast alle Spiele. Ich will das unbedingt mal spielen. Das letzte Level hat mich genervt. Okay. War das so schwer? So. Hier gibt es aber auch niemanden, wo ich nochmal in mein Lager gehen kann. Problem ist halt, ich würde gern zum Deich gehen, aber ich komme halt nicht zum Deich. Hat Kalbstein noch irgendwas?
Wir kümmern uns auch gleich fast sofort um die Striege, die noch auf uns wartet im Sumpf. Und wir sollten vielleicht auch die richtige Waffe ausrüsten. Das wäre wunderbar. Ja, der letzte Teil mit steigender Lava. Oh. Ja, also solche Level kenne ich. Ich habe neulich ein altes PS2-Spiel gespielt. Da war das auch ähnlich. Da musste man dann innerhalb einer gewissen Zeit musste man dann nach oben gelangen und dann war da halt so, ja, komischer schwarzer Schleim, der dann die ganze Zeit mit hochstieg. Und wenn du einmal reingefallen bist oder das Ding einmal berührt hast, bist du erstmal Fuji Piano. Dann warst du ganz schnell ganz tot. Nicht schön. Mit solchen Leveln. Geralt? Oh Gott, ja. Kenne ich zu Genüge. Das ist Weinstein, das ist kein Rubin. Das bringt mich nicht weiter. Ich brauche einen Rubin. Ich brauche 3 Rubine. Ja, genau das. Oh. Ja, dann kann ich es durchaus verstehen. Das kann ich. Sowas kann ich überhaupt nicht ab. Ich hätte gerne Zeit, um irgendwo durchzukommen und nicht, wenn ich merke, oh Scheiße, ich habe ja nur noch Millisekunden, bis mich das Zeug da erwischt. So, gut. Dann gehen wir jetzt zurück in den Sumpf hier. Man hat das alles neu. Kommen wir da? Ja, doch, wir kommen jetzt direkt durch. Vorhin mussten wir hier einmal im Zickzack durcheiern. So, jetzt gehen wir in den wunderschönen Sumpf zurück. Warte, wo war nochmal das Loch? Da hinten. Ja. Ja, warum auch immer du das gesagt hast, ist in Ordnung. Aber fast das Gamepad gegen die Wand geworfen. Solche Momente kenne ich. Oh, die habe ich ganz oft bei solchen Leveln. Vor allem, ich neige dazu, wenn ich kurz davor bin, es zu schaffen, sterbe ich. So, und hinterher ärgere ich mich so enorm. Ach, nee, nein. Jetzt ist das nicht framed. Ja, oh Gott. So, also. Nein, ihr Ertrunkenen, ihr könnt mir jetzt mal geschworen bleiben. Also, dann kümmern wir uns jetzt um die Gruft der Striege. Denn ich habe ein bisschen verpeilt für unsere Rüstung. Brauchen wir ja noch dieses komische Elfenlied. Und das haben wir noch nicht. Das Elfenlied. Wir haben alles. Wir haben die Teile der Rüstung. Wir haben 2 Funktionsfaser und Dingenszirkulator. Aber wir haben dieses komische Lied noch nicht. Wir haben alles, aber nicht das. Ich meine, das kriegt man nur da. Wir haben nämlich jede einzelne Gruft jetzt durchsucht. So, das heißt, ich muss jetzt irgendwie den Weg da wieder hinfinden. Weil sonst ist das Spiel super. Das freut mich. Dann habe ich zumindest so den Drang, das nochmal oder das, mir das irgendwann mal zu Leibe zu führen. Weil bisher habe ich mich nie rangetraut. Weil ich immer gesagt habe, ach ja, das ist ja nicht so meins. Weil das Original wollte ich damals schon immer spielen. Nur da fehlte mir halt die Möglichkeit, das zu spielen. Und ja, da es das ja heute auf dem PC und so gibt, muss ich das unbedingt mal nachholen. Genauso wie ich auch mal Pokémon und so weiter nachholen möchte. Das sind alles so Spiele, die habe ich nie gespielt. Zu meiner Schande. Ich habe eine elendig lange Liste an Spielen, die ich irgendwann mal spielen möchte. So, und jetzt sollten wir vielleicht nach 2 Stunden mal wieder speichern. Okay. Das. Gut. Das war Autosave. Es gießt wie aus Eimern. Nein, echt? Ich habe auch gar nicht gemerkt, dass es regnet. So,
Hallöchen. Verdammt, ist das heiß in diesem... Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Besser. Warum seid ihr hier? Foltest weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Foltest bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt an die Prinzessin rangehen können. Wir können sie auf jeden Fall töten. Wir können sie aber auch versuchen zu heilen. Ich würde gerne versuchen, sie zu heilen. Und ich meine, wir müssen dann, glaube ich, vor ihr wegrennen. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Problem mit der Bestie. Ja, gut. Velerath hat uns eingesperrt. Das Tor ist verschlossen. Löst zuerst das Wir Problem dürfen also nicht mehr hinaus. Wir sind hier gefangen. Ich hoffe nur, dass es hier drinnen eine Möglichkeit gibt, dass wir ein Lagerfeuer haben. Ansonsten wird es jetzt ein bisschen elendig lange dauern, bis wir hier Nacht haben. Weil ich glaube, wir müssen sie ja um Mitternacht rauslocken. Beziehungsweise ihr die Kerzen anzünden. Dann mit ihr Ringerei spielen. Um sie dann zu heilen. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht die Bücher kennt, die Serie kennt. Gut, Buch habe ich nur die Vorgeschichte gelesen. Den ersten Band davon. Das heißt, das mit der Striege ist mir Gott sei Dank bekannt. Deswegen, da kann ich ausnahmsweise sogar mal ein bisschen was zu erzählen. Ohne, keine Ahnung zu haben. Hier ist das Elfenminnensänger, diese Aufzeichnung, die wir brauchen. Orenz? Ja. Nehmen wir ganz kurz. Jetzt haben wir wieder ins Spiel rein. So. Okay. Jetzt wäre es ganz gut, wenn wir ein Lager... Okay. Wir haben ein Lagerfeuer gefunden. Und eine tote Leiche. So. Dann gehen wir mal... und schlafen. Oder warten. Wir warten ja einfach. Das passt doch perfekt. So, und jetzt mal kurz gucken. Katze wäre einmal ganz, ganz angebracht. Was haben wir hier noch? Erhöht die Chance auf einen kritischen Schlag. Brauchen wir nicht, weil wie gesagt, ich möchte nicht mit dem Vieh kämpfen. Beziehungsweise mit der Prinzessin. Brauchen wir nicht. Und Zeiten. Das brauchen wir auch nicht. Bomben brauchen wir nicht. Okay. Dann einfach nochmal die Schwalbe. Und dann machen wir uns auf, die Striege zu heilen. So, speichern wir. Machen wir auch gleich nochmal. Die müsste dann hier, glaube ich, sein. Hier sind die Leichen. Ja. Gut, wir sind richtig. Jetzt bitte mal die Schirm drücken, dass das auch alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt hier vorstelle. Es ist jetzt nämlich ein Jahr her, dass ich das zuletzt gespielt habe. Ich weiß also nicht mehr genau, ob die Theorie jetzt stimmt oder nicht.
Hallöle. So, das heißt für uns jetzt weglaufen und warten, bis alle Kerzen aus sind. Das ist unser Countdown, den wir quasi haben. Weil Voltest wird uns danken, wenn wir seine Tochter retten und nicht massakrieren. Sie ist nicht besonders stark, das heißt, wir könnten sie auch bekämpfen, hab ich dir gesagt. Wir warten. Kerze Nummer 1. Das hier ist jetzt nicht ganz so cool wie die Aufhaltungstaktik im Intro, wie Serie, wie Buch. Da war es deutlich spektakulärer. Hier ist es jetzt halt einfach, renn vor der Stege weg und versuch, dich nicht treffen zu lassen. Man kann sie auch irgendwie überlisten, dass er stehen bleibt. Frag mich nur nicht wie. Ich habe es bisher, glaube ich, nur einmal durch Zufall gekriegt. Ich würde mir nur gerne mal die Striege näher angucken. So, Kerze Nummer 2. Die Dämmerung zieht bald herauf. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Dieser Moment, wenn man einfach verpasst, loszulaufen. Ah, ja, das, genau das meinte ich. Dass sie dann da in weiter Entfernung ist. Damit kann man dann auch noch mal so ein bisschen die Zeit hinausziehen. Wenn sie einen dann quasi suchen muss. Die ist nicht besonders schnell. Nur wenn sie direkt hinter ihm ist. Ich glaube, Geralt braucht sich keine Sorgen machen, dass er irgendwelche Kalorien zählen muss. Nach diesem Abend hier hat er mehr als genug. So. Ich glaube, sie wird jetzt mittlerweile auch schwächer. Kerze Nummer 3. Ich glaube, das zählt ungefähr so die Stunden. Das heißt, es wäre ja jetzt 3 Uhr morgens, glaube ich. Ich denke, um 5 Uhr sollte sie dann kannst du mal raus sein. Ja, so bin ich mal. Ja, vielen lieben Dank auch nochmal für den Raid. Und danke, dass du reingeschaut hast. Und dir eine wundervolle Nacht. Dir noch eine schöne Woche. Vielleicht oder hört man sich da nochmal? Da wurde ich ein bisschen übermütig. Ich habe zu viel auf einmal gewollt. Lass mich in Ruhe. Dank dir spiele ich jetzt hier. Bin ich jetzt hier gegen meinen Sinn. Danke, jetzt bin ich wieder in meiner Richtung. Und eine Kerze nur noch. Die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Striegenzauber ist gebrochen. Ja, Geralt, könntest du bitte... Danke. Ja, ich weiß, es ist nicht besonders spannend, aber... Wie gesagt, ich möchte die Prinzessin nicht unbedingt töten. Wir haben jetzt hier in dieser Runde Witcher 1 uns dafür entschlossen... uns den Elfen, also den Squirtell anzuschließen und auf deren Seite zu stehen. Und wir waren allgemein eher auf der Seite Ungeheuer nicht unbedingt töten, sondern wir versuchen sie zu retten, wir versuchen sie zu heilen, etc. etc. Ja, das war dieses Mal so die Spielrunde. Ich hatte es dieses Mal nicht so ganz mit den Menschen. Alle, die jetzt ja nur dazugekommen sind.
damit ihr Bescheid wisst, wie ungefähr so die Lage ist. In meinem Let's Play war ich damals neutral. Hier bin ich jetzt halt für die Elfen.